herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordheiland. Heute zeige ich euch ein bisschen Natur hier aus dem Tal Mewang. Und ja, ihr seht, wo die Thailänder schwimmen gehen und was man hier so machen kann, wenn man Natur erleben will. Durch dieses Tal fließt ein Fluss und da kann man prima drin schwimmen oder auch wie ich nur mal die Füße reinhalten. Stehende Gewässer, da bin ich hier sehr vorsichtig. Da weißt du nicht, welche Parasiten da drin rumschwimmen und wer dir in welche Körperöffnungen krabbelt. Also da lasse ich schön die Finger weg, aber wenn das hier so ein fließendes Gewässer ist, da habe ich da gar kein Problem mit. Wunderschön gelegen und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe natürlich mal die Drohne nach oben geschickt. Bin mal hier über dieses Wehr geflogen und über dieses kleine Restaurant. Ihr seht, hier ist nicht viel los. Ich bin bei diesen Aufnahmen hier eigentlich auf dem Weg zum Bodo hoch, um den Bert Linhoff zu interviewen. Ich lasse euch hier oben nochmal einen Link dazu dem Interview. Das Interview ist relativ lang geworden, eine halbe Stunde. Ja, und für dieses Video bin ich halt hochgefahren zum Bodo und habe mir da auf dem Weg einfach die Zeit genommen, hier mal anzuhalten. Ich habe ein bisschen Zomtam gegessen. Was das kostet, zeige ich euch gleich im Video. My Pet, My Eroi, wie ich zu sagen pflege. Also wenn es nicht scharf ist, ist nicht lecker. Da war ordentlich Chili dran. Mein lieber Herr Gesangverein. Oben rein ist ja nicht so das Problem, aber irgendwann muss es ja auch unten wieder raus. Hei der Nei, würde der Schwabe sagen. Let's go to YouTube. Okay, okay, Mai. Captain? Lampau, Khao Niao, Som Tam Pet. Aroi Mak. Okay, Koppen Kap. 70 Baht. Naja, ich rechne mal 10 Baht fürs Wasser, noch 60 Baht, 40 Baht fürs Som Tam und 20 Baht für den Reis. Ja, normalerweise würde man vielleicht 60 Baht dafür bezahlen, aber schaut mal hier. Versteht ihr? Klar kostet das ein Baht mehr. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, und der Rest des Videos besteht eigentlich nur aus Dashcam-Aufnahmen, denn was ich dann da oben gemacht habe und so, da gibt es ja ein eigenes Video zu. Aber ich habe so viel zu erzählen, ich dachte, das macht gar nichts. Wenn ich jetzt hier auf der Schaukel sitzen würde, das wäre ja viel langweiliger, als wenn ich euch hier zeige, wie ich mit dem Moped hochfahre, hoch zum Bodo. Und vom Bodo aus bin ich dann über den Doi Intanon zurück nach Chom Thong und von da aus nach Hause. Keine Sorge, ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten. So schrecklich lang wird das Video nicht, aber ich wollte einfach ein paar Sachen erzählen. Also das erste ist, falls ihr es noch nicht wisst, ich habe auf der Homepage www.s-glut.de, ich blende euch hier oben was ein, jetzt einen kleinen Blog gemacht. Der Blog hat folgenden Sinn und Zweck. Mir passieren halt öfter mal so kleine Erlebnisse, kleine Geschichten hier. Das reicht nicht für ein Video. Das wäre langweilig für ein Video, aber es sind einfach so nette Begebenheiten. Und ich habe mir gedacht, okay, dann schreibst du die halt mal auf. Jetzt bin ich kein so ein guter Schreiber. Ich habe eine Rechtschreibung, die ist unter aller Sau. Mit anderen Worten, ich habe eine eigene Rechtschreibung und das schon seit ich denken kann. Die Josefine hat sich bereit erklärt, meine Rechtschreibung ab jetzt zu korrigieren und dann schicke ich ihr das vorab und dann wird sie es mal durchgucken. Ich gelobe also Besserung, was meine Rechtschreibung angeht. Und aber ja, ich finde es auch nicht so dramatisch wichtig. Das sind ja jetzt hier keine Kunstwerke, die ich da zu Papier bringe, sondern das sind einfach die Beschreibung kleiner Begebenheiten. Manchmal sind es Fragen, Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Und dafür ist so ein Blog, glaube ich, ein gutes Stilmittel. Über dem Blog, also ganz oben auf der obersten Seite, nochmal s-klut.de gucken und dann Blog auswählen.
Gibt es eine einzige Werbung, die führt zu booking.com? Wenn ihr also eure Weltreise plant, dann denkt bitte an mich. Geht über den Link, kostet euch nichts. Ich habe was davon. Vielen Dank dafür. Danke, das ist das Nächste. Ich möchte mich gern bedanken, wer auch immer da bei Jeff Bezos Zitronengrasöl, Biteaways, Akkus und über meine Links gekauft hat. Ihr Lieben, das ist eine wirkliche Hilfe. Das sind zwar immer nur Centbeträge, aber in der Summe waren es gerade 40 Euro, die da eingegangen sind. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Das kostet euch auch nichts und ist uns auch wirklich eine Hilfe. Wilfried S. Punkt, vielen lieben Dank, du bist Kanalmitglied geworden. Herzlich willkommen in der Stefan entdeckt die Weltfamilie. Und eine Kanalmitgliedschaft kostet bei uns 1,99 im Monat. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist eine totale Hilfe. Auch dem Klaus ein Riesendankeschön für den Super Thanks. Und ich möchte mich bedanken beim Andreas N. Punkt, bei mir Coffee. Da ist er hingegangen und hat uns darüber unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank. Auch falls ich jemanden vergessen habe, schäme ich mich in Grund und Boden. Lieben, lieben Dank. Im Moment ist das wirklich toll. So, genug der Dankesworte. Was wollte ich noch erzählen? Ich wollte erzählen, dass der Jan heute bei uns war mit seiner lieben Frau Lang Luan. Und wir haben ein bisschen Kaffee getrunken, waren eine Kleinigkeit essen. Hat einen schönen Tag. Den Jan, den kennt ihr aus dem Video Hausgeld. Ich lasse euch hier oben nochmal einen Link da. Und wenn ihr mal hier in der Nähe seid, seid ihr alle herzlich auf den Kaffee eingeladen. Wir haben hier eine neue Kaffeemaschine. Und getrunken haben wir den leckeren Kaffee vom Wolfgang, den kennt ihr aus meinen Videos. Also wenn ihr mal hier irgendwo in der Nähe seid, Lampoon, Chomtong, da die Ecke, dann meldet euch vorher. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Chomtong. In Chomtong ist gerade unsere Waschmaschine. Die hat einfach aufgrund des unglaublichen Kalkgehaltes hier in dem Wasser den Geist aufgegeben. Gott sei Dank reparabel. Im Moment haben wir halt keine. Müssen wir ein bisschen drauf warten. Das was doof, weil am Montag kommen neue Gäste ins Gästehaus. Und ich weiß aber noch nicht, ob ich die Namen nennen darf. Die leben auch hier in Thailand und kommen uns besuchen. Von daher, ja, mal schauen, ob es ein Video gibt. Und wir können gerade die Bettwäsche nicht waschen. Das heißt, morgen werde ich mich mal irgendwie ins Auto setzen und gucken oder aufs Motorrad, ob ich irgendwo eine Wäscherei finde, wo ich die Bettwäsche waschen lassen kann fürs Gästehaus und den ganzen Kram. Also unsere Waschmaschine ist Gott sei Dank reparabel. Der Durchlauferhitzer im Gästehaus ist auch schon repariert. Wir haben halt extrem viel Kalk hier im Bad. Die Fliesen, das sieht aus, das ist eine Katastrophe. Wir haben uns also jetzt entschlossen, da so einen Kalkfilter zu organisieren. Das kann man machen mit irgendwelchem Gas. Das Wasser wird dann mit diesem Gas durchsetzt und dadurch setzt der Kalk sich unten ab. Da braucht man einen speziellen Filter und nochmal eine Pumpe und dies und jenes. Die Leute vom weltbesten Baumarkt waren schon hier, haben sich das angesehen, haben Angebot abgegeben. Das erscheint mir aber relativ hoch. Und ich bin total froh, dass der Am, unser Sohn hier in Thailand, gesagt hat, nee, Leute, wartet mal. Ich habe einen Freund, der kann Wasserwerte messen. Wir messen jetzt erstmal, ist es nur Kalk oder wie viel Schwebepartikel sind denn in dem Wasser? Wir gucken uns das Wasser erstmal genau an, bevor wir irgendwelche Filter beauftragen. Und ja, Am, Kokkun Makap, also der Am kümmert sich, finde ich super. Und naja, klar, werde ich zu dieser Filtergeschichte, weil das, glaube ich, viele Leute hier betrifft, auch nochmal ein Video machen. Wir haben ja kein Wasser aus der Wasserleitung vom Dorf, sondern unser Wasser kommt ja hier direkt aus der Erde. Wir haben ja eine Grundwasserpumpe. Aber ich glaube, das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Video erzählt. Ja, was ihr hier seht, ist die Strecke vorbei bei Coffee with Elephants. Auch da kann ich gerne nochmal einen Link da lassen, das Interview mit dem Bodo. Und ich habe bei meinen Playlisten eine Playliste, die nennt sich Touren Gästehaus oder so ähnlich. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau. Da ist auch erst ein Video drin und in diesem Video fahre ich hier genau diese Strecke. Und wenn ihr mal bei der Supa im Gästehaus eincheckt und sagt, Mensch, Stefan, wir wollen mal hier auf eigene Faust was unternehmen, dann ist das tipptopp. Dann könnt ihr genau diese Route nachfahren, beim Bodo einen Kaffee trinken, oben auf dem Berg diesen Markt anschauen. Im Moment gerade ist die Erdbeerzeit, es gibt Erdbeeren und Zucchinis und jede Menge Sachen, die hier unten gar nicht wachsen, die gibt es gerade oben im Gebirge zu kaufen. Ich konnte auch nicht widerstehen, ich habe ein paar Zucchinis gekauft, die habe ich schon ewig nicht gegessen. Ja, also das seht ihr hier, diese Strecke hoch durch die Berge, wunderschön zu fahren. Mit dem Scooter nochmal einfacher als hier mit der dicken Annie, weil die Schalterei in den steilen Kurven, also einmal hat es mich beinahe vom Bike gehauen, schlichtweg, weil ich zu langsam war. Also mir hat der Schwung gefehlt. Die Kurve war so steil, ich habe mich nicht getraut, schneller zu fahren, aber dadurch bin ich so langsam geworden,
dass mir der Schwung gefehlt hat. Da habe ich also gerade noch die Karre gerade wieder ins Lot gekriegt und ja, bin dann den Berg angefahren, das ging dann alles. Aber ich habe eine Sekunde die Sorge gehabt, dass sie mir umkippt. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Eddy ist schwer. Die hat über 200 Kilo. Hier ist ja alles aus Stahl an dem Ding. Selbst die Abdeckung über den Lampen vorne, da ist kein Joghurtbecher dran, kein Plastik. Das ist alles Stahl, Gusseisen. Ja, und ich habe immer noch Sauspaß an dem Teil. Das darf ich ja gar nicht sagen. Also, das ist echt, das macht so einen Spaß mit dieser Rüttelplatte hier. Das ist 500 Kubikzentimeter, ein Zylinder. Pratt, pratt, pratt. Und mir macht es einfach wahnsinnigen Spaß. Am Anfang hatte ich immer das Problem, dass der Lenker so nach und nach unten gerutscht ist. Und das haben wir aber jetzt auch im Griff. Da habe ich mal so ein Short-Video zugemacht. Bin hier irgendwo in der Werkstatt angehalten. Da haben zwei Jungs ewig rumgefummelt. Die haben verstanden, was mein Problem war. Haben es nicht ans Halten gekriegt. Dann ist einer mit seinem Scooter losgefahren, hat irgendeinen Kumpel geholt, weil der wohl auch immer an seinem Motorrad schraubt. Und der hat dann innen auf der Schelle zwei, drei Schweißpunkte gesetzt. Die drücken jetzt gegen die Stange und halten die Stange fest. Super nett. Drei Jungs, die haben ewig an meinem Moped rumgeschraubt, also bestimmt 3 Stunden. Und die wollten kein Geld, ne? Die wollten einfach keine Kohle. Nee, nee, sagen sie, sie wären auch Biker. Also Biker würden sich helfen. Sie wollten kein Geld. Und dann bin ich halt los, im nächsten Laden irgendwo ein paar Flaschen Bier geholt und habe die dann dahin gesagt, Leute, okay, Geld braucht er nicht nehmen, aber ein Bier trinkt das auf mich und auf mein Moped und dass mir nichts passiert, dass ich gut fahre. Und das war okay, das haben sie angenommen. Also die Hilfsbereitschaft der Leute hier, aber das habe ich ja schon öfter erzählt, die ist atemberaubend. Die ist wirklich atemberaubend. Und ich bin so dankbar, dass ich hier leben darf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, so. Das war mein heutiges Video. Mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten im Moment. Weiter geht's die nächsten Tage beim Wolfgang. Der Wolfgang hat, ich glaube, das hier ist genau die Stelle, wo ich... Sieht gar nicht so steil aus, aber hier habe ich aus irgendeinem Grunde angehalten oder ich bin beinahe links weggeknickt. Ich meine, das war die Stelle. Man sieht es nur nicht, wie steil das da ist. Ihr seht diese rote Markierung auf dem Boden. Die zeigt einfach an, Achtung, Achtung, Achtung. Und ja, dadurch bin ich so langsam geworden und dann ging es nicht wirklich weiter. Ja, der Wolfgang hat schon wieder die nächste Maschine gekauft, hat mir ein kleines Video auf Line geschickt. Line ist das thailändische WhatsApp, sage ich mal. Das ist der Messenger-Dienst, den hier fast jeder hat. Und ja, da bin ich gespannt. Da werde ich die Tage auch nochmal hinfahren, neues Video machen über die nächste Maschine. Das ist so eine Kaffeebohnen-Sortiermaschine. Und unter dem letzten Video Kaffee-Kirschen-Schälmaschine waren auch einige interessante Kommentare mit Fragen. Und die werde ich dann mit dem Wolfgang alle mal durchgehen. Also wenn ihr noch Fragen habt, schaut mal, da gibt es ein Video Kaffee-Schälmaschine. Wenn ihr Fragen habt zu Kaffee, Kaffeegewinnung in Thailand, was verdienen die Leute, auf was ist zu achten, was sind hier die gängigen Kaffeesorten und. Fragt ruhig reichlich, ich kann euch keine Antwort geben, aber ich gehe die Fragen mit dem Wolfgang durch. Er weiß es, da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt aber. Genug geschwafelt, ihr seht, ich fahre zu Hause wieder auf den Hof. In diesem Sinne, macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße aus Thailand.